Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu Vlogmas 2022. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist Vlogmas und was mache ich an einem Donnerstag hier, dann kann ich euch das ganz fix beantworten. Vlogmas bedeutet eigentlich, dass man jeden Tag im Dezember einen Vlog hochlädt. In meinem Fall so modifiziert, dass es 24 Tage lang, das heißt vom 1. bis zum 24. Dezember, jeden Tag ein unterschiedliches Video auf diesem Kanal geben wird. Was genau das bedeutet, was ich vorhabe zu machen und ja, wie es dazu kam, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir schminken uns gemeinsam. Ihr seht, ich bin noch ungeschminkt. Ich verwende dafür einfach nur meine Project Pen Produkte und die Lidschatten, die gerade in meinem Pendos Eyeshadows bzw. Enjoy My Eyeshadows Projekt sind. Und ja, wir legen los. Ich labere einfach so ein bisschen nebenbei. Viel Spaß beim Video. In dem Video liegt jetzt natürlich der Hauptfokus nicht auf den Produkten. Ihr findet alles, was ich benutzt habe, in der Infobox und ich will auch euch teilweise die Produkte nicht so genau in die Kamera halten, weil ja sowohl das Lidschatten-Update als auch das Project Pen-Update im Dezember noch anstehen und ich deswegen nicht spoilern will. Wir starten aber einfach mal los mit meinem Primer aus dem Project Pen, der CoverFX Blurring Primer, und den trage ich mir mal auf. Ja, also, uns erwartet Vlogmas, das bedeutet 24 Tage lang ein Video. Ich habe mir das ehrlich gesagt schon die letzten 2 Jahre überlegt, weil ganz viele YouTuber, die ich cool finde und die ich gern gucke, machen das. Zum Beispiel Sarah Rose hat es die letzten Jahre immer gemacht. Und das war für mich so Weihnachten, Adventszeit mit das absolute Highlight. Also ich liebe eh Weihnachten, Advent, Adventskalender und so. Da bin ich eh ein ganz, ganz großer Fan davon. Aber ja, irgendwie so jeden Tag dieses Video, das war für mich was ganz Besonderes. Das mit diesen Vlogs, das machen ja auch viele Leute, dass sie dann sozusagen jeden Tag, sozusagen einen Tag aus ihrem Alltag zeigen. Das ist nicht so mein Ding, das will ich nicht unbedingt machen und deswegen dachte ich, wir machen einfach wie immer 24 Beauty-related Videos. Bedeutet, ihr werdet im Dezember den normalen Content sehen, den ich normal immer mache, mit Naturkosmetik-News, mit 10x10 Projekt, mit was gibt's noch, sonst noch so alles, aufgebraucht Videos und so. Dann kommt da natürlich der Jahresend-Content dazu, der eh kommt, wie das Project Pen Finale, wie die Jahresfavoriten, und ergänzt wird das Ganze halt dann durch ja, noch ein paar andere Videos, was ich mir ausgedacht habe. Ich nehme mal kurz die Foundation. Die ist ja gerade in meinem Project Pen. Ich mag die alleine nicht so gern. Deswegen habe ich die aktuell mit einer Tagescreme verdünnt und in einem kleinen Becherchen, aus dem ich mich jetzt bedienen werde. Genau, und ehrlich gesagt wollte ich das die letzten 2 Jahre mit Vlogmas schon machen und habe es dann irgendwie immer so von der Planung ein bisschen verkackt. Also ich bin das einfach zu spät angegangen. Letztes Jahr wäre es eigentlich mega gut gewesen, weil da hatte ich so rund um Weihnachten 3 Wochen Urlaub. Das wäre optimal gewesen. Das Jahr davor habe ich noch gar nicht gearbeitet, da wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber dieses Jahr, also eigentlich mache ich mir seit Anfang des Jahres über Vlogmas Gedanken und habe es jetzt halt auch echt versucht, relativ so zu planen, dass es für mich schaffbar ist mit einer manchmal 60-Stunden-Woche. Ne? Bedeutet, ich habe eben, ja, jetzt aktuell habe ich eine Woche Urlaub, da mache ich relativ viel dafür. Dann versuche ich immer mal wieder zwischendrin was zu machen. Aber ich habe natürlich auch einfach ein bisschen vorgedreht, ja. Weil es geht sonst nicht anders. Und 24 Videos ist halt sonst, ich mache sonst im Monat 8 oder 9 Videos. Das ist natürlich schon eine Steigerung. Und auch was man alles vorbereiten, alles drehen, alles schneiden muss, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, aber damit erfülle ich mir so ein bisschen einen persönlichen Traum, was ich eben schon länger machen wollte. Und deswegen dachte ich mir so, jetzt 2022 ist es endlich soweit. Das Ganze war jetzt natürlich schon wieder von Startschwierigkeiten geprägt. Ich hole mir mal ganz kurz meinen Spiegel. Weil ich natürlich prompt krank geworden bin. So um den, ja ich weiß nicht, 15. November rum. Und bei mir ist heute, was ist denn heute bei mir? Der 26. glaube ich ehrlich gesagt. Oder der 25. Ich bin ja, manchmal habe ich so überhaupt keine Ahnung, welchen Tag wir haben. Also ich würde immer als desorientiert gewertet werden, weil ich nicht mal weiß, welchen Tag wir haben. Und ihr hört es noch, ich schleppe diese Erkältung immer noch mit mir rum. Also war kein Corona, sondern es hat mich einfach so mal wieder richtig hart erwischt. Und wir kennen das ja alle nicht mehr so, habe ich das Gefühl, seit ja, mit dem Maskentragen und so. Und man hat jetzt halt doch wieder viel mehr Kontakte mit Menschen. Von daher, ja, hat es mich ziemlich erwischt. Und dann konnte ich halt nicht drehen am Anfang, weil ich hatte 2, 3 Tage eigentlich fast keine Stimme mehr. Und ihr hört's ja, man hört es ja jetzt noch immer noch an meiner Stimme. Übrigens, mein Puder ist bald leer. Und dementsprechend, ja, musste ich schon wieder nach hinten verschieben und musste Drehplanungen umwerfen, dass das sich halt alles noch ausgeht. Aber soweit klappt's alles. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Videos schon in petto. Und ich hoffe einfach, dass
alles so geht, dass ich nicht irgendwie zwischendrin eins auslassen muss. Wenn es jetzt so wäre, wäre es kein Riesendrama, aber ich fände es schon cool, wenn es bei den 24 Videos bleiben würde. Ja, das ist der Plan. Ihr wisst, was euch erwartet, warum ich es mache. Was es auch noch zu sagen gibt, ist, es wird Gewinnspiele geben, habe ich mir überlegt. Eigentlich wollte ich sozusagen die Adventssonntage geben, aber dieses Mal ist ja der erste Advent, der bei mir morgen ist, deutlich vor dem 1. Dezember. Von daher hätte das mit den Adventssonntagen keinen Sinn gemacht. Von daher habe ich mich entschlossen, dafür die Samstage zu nehmen. Bedeutet, am 3., also jetzt am Samstag, gibt es das erste Gewinnspiel, dann am 10., am 17. und sozusagen im letzten Vlogmas-Video dann am 24. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Es gibt ganz Verschiedenes zu gewinnen. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Butter Bronzer. Oh, ich wollte euch nicht zeigen, wie der aussieht eigentlich. Ihr habt nichts gesehen. Produktsets, ich habe aber auch Gutscheine geplant und also schaltet da gern rein. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr so Vlogmas verfolgt, generell. Also ich muss jetzt so sagen, so 2022 war vermutlich so für meinen Kanal das unerfolgreichste Jahr aller Zeiten. Also ich glaube, ich habe mich in 4-5 Monaten um 50 Abonnenten gesteigert, was jetzt halt für YouTube-Verhältnisse echt richtig schlecht ist. Muss man schon so sagen, ist wirklich schlecht. Liegt natürlich auch einfach dran, dass ich meinen Hauptfokus auch nicht auf YouTube lege, Butterblush, weil ich einfach nur mal arbeite und auch sonst noch ein Leben habe. Und wenn ich das Fulltime machen würde oder vielleicht einen Job hätte, der mich weniger stark fordern würde, wo ich weniger an Wochenenden und Nächte und sowas arbeiten würde, könnte ich vielleicht auch mehr Zeit in YouTube investieren. Aber ich habe alles auf so einem Haufen neben mir liegen, mein ganzes Make-up total bescheuert. Das ist der Morphe Highlighter. Es ist halt nicht so, ja. Und ich weiß, dass ich das ja eh nicht beruflich oder so machen will. Es wird für mich vermutlich nie der Punkt kommen. Selbst wenn ich jetzt auf einmal 50.000 Abonnenten hätte, würde ich es auch nicht beruflich machen wollen. Von daher, und meinen Hauptjob aufgeben. Von daher ist es okay für mich, ja. Und ich mache YouTube für mich zum Spaß. Es ist mein Hobby und ich will gar nicht, dass das größer wird. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich immer, wenn Videos, die ich drehe, gut geklickt werden. Ich glaube, das ist ganz selbstverständlich, ne? Also ist schon immer blöd, wenn man sich bei was echt Mühe gibt und dann sieht man so, wow, das ist das so. Ich kriege immer so eine Statistik, wie das Video performt. Ich habe den Maybelline Color Tattoo jetzt gerade in der Hand, den nehme ich jetzt mal als Base, wie das Video performt im Vergleich zu meinen letzten 10, ja. Und wenn da immer steigt, das ist das schlechteste deiner letzten 10 Videos und das ist dein neuestes Video und dass du viel Arbeit gesteckt hast, dann denkst du mir so auch so, super, vielen Dank, keine Ahnung. Aber es ist halt, manchmal, klar, manche Sachen haben eine Logik, zum Beispiel es gibt einfach, ich habe 3 Videogruppen, die immer gut geklickt werden, das sind die Hauls, das sind die Naturkosmetik-News und die Aufgebraucht-Videos. Aber die kann ich halt nicht endlos produzieren, sondern es muss halt auch anderes dazwischen geben. Und dementsprechend gibt es immer Videos, die halt schlechter geklickt werden und wo es auch ein Stück weit so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen ein Mysterium bleibt, warum manche Sachen gut laufen und andere nicht. Also das ist bei mir schon auf jeden Fall so, dass ich mir manchmal denke so, hey, warum hat denn das jetzt so viele Klicks und ein anderes Video nicht? Muss ich nicht verstehen, ja. Es wird jetzt ein bisschen schwierig mit den Pendos Eyeshadows. Ich halte euch die einmal kurz rein, damit ihr die mal gesehen habt. Welche Lidschatten ich verwende, das Update dazu kommt am Sonntag online. Da wisst ihr Bescheid. Ich habe ja auch noch 2 Töne aus der Stone Vibes Palette und dann noch einen Ton aus der Soft X Palette. Aber ich starte mal mit diesem, hol mal raus, mit diesem Gelbton hier und einem fluffigen Pinsel. Und legt den mir einmal außen in die Lidfalte. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich euch ranholen könnte. Findet ihr nicht? Finde ich schon. So. Genau, also so viel zu meiner YouTube-Karriere und so. Und ja, ich mache nach wie vor, ich will manche Wachstumssachen auch nicht. Also ich nehme nach wie vor keine Kooperationen an, für die ich bezahlt werde. Also wo ich irgendwas, einfach weil ich keinen Bock habe, das zu versteuern, Leute. Ich habe keinen Bock, diese scheiß Steuererklärung zu machen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich nehme nach wie vor eh keine Kooperation, also kaum Kooperationen an. Die einzigen Produkte, die ich jetzt immer hatte, waren Mikara, das war jetzt länger nix, und I+M. Ja. Aber ich finde, ich will halt auch für euch, ja, ich will nachvollziehbar und transparent bleiben. Und jetzt, wisst ihr, wenn ich jetzt plötzlich Werbung für irgendwelche Wimpern oder so machen würde, das würde mir doch keiner abkaufen, oder? Mal ganz ehrlich. Von daher, ja. Deswegen bleibt dieser Kanal so klein, wie er ist. Ich nehme gleich mal das Glitzer, das ist Tiger's Eye hier. Von daher passt es auch so für mich, ja. Und ich bin auf das YouTube-Money, das ich mache, was jetzt wirklich nicht viel ist.
Wobei, irgendwie so November, Dezember verdient man immer schon ein bisschen mehr, das merkt man auf jeden Fall. Ich bin darauf nicht angewiesen und deswegen habe ich auch gar keinen Bock. Also Geld ist da für mich keine Motivation, versteht ihr? Und es wird, also wenn das mein Stundenlohn wäre für die Arbeit, die ich in YouTube stecke, dann wäre ich eh schlecht vergütet. So wäre es nämlich. So, ich nehme mal kurz die Softex-Palette und diesen Petrolton. Das ist jetzt ein bisschen blöd, den da zu integrieren, glaube ich. Ja, ich nehme nochmal diesen Blendepinsel und nehme den mal, um ihn ein bisschen hinten in meine Lidfalte noch mit reinzunehmen. Weiß nicht, was das jetzt dem Ganzen noch für einen Twist gibt, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen. Genau, was wollte ich noch zu Vlogmas sagen? Ich weiß es nicht. Also die Videos kommen, sofern ich das hinkriege, immer um 17.30 Uhr online. Das heißt, ihr habt immer schön was, um zum Feierabend zu gucken, wenn ihr möchtet. Und ja, eigentlich hat es jetzt nur so ein bisschen braun geedet, oder? Also jetzt nicht so wirklich, dass ich sagen würde, man sieht von dem Petrol was. Aber ist jetzt in dem Fall auch für mich in Ordnung. Also muss jetzt nicht unbedingt sein, weil das so die Farbe ist, die sich, glaube ich, insgesamt am schwierigsten hier integrieren lässt. Aber gefällt mir so eigentlich ganz gut. Sieht sehr classy aus. Gut. Ja, kommt immer um 17.30 Uhr online und dann kommt am 24. um 17.30 Uhr. Ich nehme mal jetzt diesen lila Ton, dieses Third Eye aus der Palette. Das ist der lila hier. Und dann gönne ich mir eine kleine Pause. Also ich habe ja bislang immer so gemacht, dass ich einfach immer round, also ich glaube, ich habe jetzt seit ich YouTube mache, seit 4 Jahren, immer eigentlich, immer, also es gibt keinen Dienstag oder Freitag. Dieses Jahr habe ich mal einen ausgelassen. Da kam ich aus einem Nachtdienst, hätte das Video an dem Tag drehen müssen und habe, glaube ich, ja, ich arbeite so 24-Stunden-Schichten und ich habe da eine halbe Stunde geschlafen. Ja, und dann wusste ich, bei aller Liebe, aber ich drehe heute kein YouTube-Video. Aber sonst lasse ich ja nie ein Video aus, aber nach Vlogmas wird es dann dieses Jahr ein kleines Päuschen geben. Ich denke so bis Anfang, Mitte Januar. Ja, also ist jetzt auch nicht so schlimm. Über Weihnachten haben ja die meisten Leute eh dann genug anderes zu tun, beziehungsweise vielleicht schafft ihr es auch nicht unbedingt, immer alle Videos gleich zu gucken, was ich euch nicht verübeln konnte. Von daher, ich nehme nochmal den dunkelbraunen Ton hier, der ist von Puro Bio. Das brauche ich wirklich einen Spiegel, weil das geht nicht anders, wie damit jetzt so ein bisschen den Lidstrich zu ziehen. Von daher wird es da einfach eine kleine Pause geben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, ne? Jo. Ihr könnt sehr gern auch nochmal in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht interessieren würde. Ich weiß nicht, inwieweit ich vielleicht auch Instagram integrieren will nochmal. Ob das irgendwie Sinn macht, da was zu machen. Aber ja, ich bin ja nicht so der Riesenfan von Instagram. Und ich habe eigentlich genug Content durchgeplant, sozusagen für die, ja, es sind ja dann 3,5 Wochen. Aber ich freue mich natürlich auch immer über Anregungen für euch. Jetzt nicht nur für Vlogmas, sondern auch für danach, was ihr sehen wollt und so. Und ich lese das immer und frage ja auch teilweise nach. Von daher freue ich mich immer über euren Input. Aber mir war es jetzt halt wichtig, dass ich auch jetzt in die Zeit reingehe, wenn ich weiß, ich habe 24 Videos zu drehen, dass ich nicht irgendwann da sitze und denke so, scheiße, ich brauche ein Video für morgen, was mache ich? Verstehe. Aber in die Situation bin ich nicht gekommen, weil ehrlich gesagt, ich relativ schnell die ganzen Videos zusammen hatte, die ich machen wollte. Und da auch Sachen dabei sind, die ich echt schon lang machen will. Und dann natürlich Jahresendsachen. Also sozusagen so Videos wie Ranking des ganzen Make-ups, das ich dieses Jahr neu probiert hatte. Fails von diesem Jahr. Natürlich die Jahresfavoriten und alles. Also von daher passt das soweit. Ich habe jetzt mit dem nur so ein bisschen meinen Wimpernkranz verdichtet. Von daher bin ich vorbereitet. Aber wenn ihr Vorschläge habt, bin ich dafür natürlich immer offen. So, ich nehme jetzt einmal kurz mein Fixing Spray. Urban Decay All Nighter. Zack. Wedel, wedel, wedel. Und jetzt nehme ich einmal meine Mascara. Dabei müsst ihr mir nicht zugucken, weil ich weiß nicht, wie mein Mund immer aussieht, wenn ich Mascara drauf mache, aber irgendwas macht der von selbst, worüber ich keine Kontrolle habe. Gut, Wimperntusche ist drauf. Last but not least noch mein Lip Liner aus dem Project Pen, der immer kleiner wird. Das ist der Mellow Lip Pencil in Aria. Und fertig ist der Look. Ich habe das jetzt eher hier so nebenbei gemacht und bin ganz erstaunt, dass ich mitreden und so. Meine Kamera zeigt gerade 17 Minuten Aufnahmezeit an, was ich ganz interessant finde. Weil ich dachte, ich brauche viel länger, wenn ich euch nebenbei erkläre und auch noch Schmink. Das waren jetzt, wie gesagt, so die Project Pen Produkte. Pandos Eyeshadows kommt am Sonntag online, das Update. Da spreche ich dann nochmal auch über die einzelnen Farben und wie es vorwärts geht und mit der Umbenennung und was ich Neues mit reinnehme und so. Also schaut da auf jeden Fall mit rein. Mich würde jetzt super interessieren, wie es für euch so in den Advent gestartet ist. Seid ihr auch so excited wie ich und
habt euch wahnsinnig gefreut, die ersten Türchen von eurem Adventskalender zu öffnen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und natürlich, wenn irgendwelche Fragen zu Vlogmas sind, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Anregungen habt, dann auch gern ab damit in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich schon mal, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns bereits morgen um 17.30 Uhr mit einem neuen Video wieder. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn es gut bei euch ankommt und wenn ihr fleißig einschaltet und mich supportet, indem ihr Daumen nach oben da lasst. Das ist wirklich viel, viel wichtiger, als man denkt, weil dadurch wird mein Video einfach mehr in den Umlauf gebracht. Und auch wenn ihr nur ein Emoji kommentiert, ich kann verstehen, dass nicht jeder immer einen halben Kilometer Text schreiben will, aber wenn ihr einen YouTube-Account habt und so und einfach nur was Kleines da lassen wollt, dann würde ich mich total freuen, weil es einfach mich unterstützt. Ansonsten, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne und die Glocke aktivieren finde ich immer so ein bisschen sinnlos, weil ihr wisst jetzt, wann die Videos kommen. Naja, okay, ich wünsche euch jetzt einen schönen Donnerstagabend. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns gerne morgen wieder zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!